Oh oh. Ich glaube. Natürlich. Der stand gerade vor der Tür. Cops. Wir suchen Ethan. Wird wohl ein Überraschungsangriff. Oh oh. Ich sollte ihn warnen, wenn es geht, oder? Wie komme ich denn ans Telefon? Komme ich einfach rein? Was ist denn los? Ist das nicht toll? Wie in einer Fernsehshow. Kaum zu glauben, der Origami-Killer mietet hier ein Zimmer. Nein. Er hatte einen falschen Namen. Aber ich habe ihn gleich erkannt. Ah, er, ja. Gerade er. Der schmierige Lappen. Komm schon, wie war die Nummer? 209? Nee, 205, ne, oder? Nee, 204, oder? Mist, die war es nicht. 207 ist es. Komm. 207, hallo? Komm schon, na los! Nimm schon ab! Hallo? Die Cops. Sie sind im Hotel. Du musst von hier verschwinden. Oh oh. Scheiße. Und jetzt? Oh nein, ich weiß, was kommt. Oh fuck. Wir haben ihn immer noch nicht. Schnapp ihn! Oh Mann, 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 Mann. Komm, 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 komm. Schick in Badewanne. Huha. Oh nein. Ja, das sieht gut aus. Ob das die richtige Wahl ist, werden wir sehen. Ich weiß es nicht. Halt, stopp! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter. Nein. Nein, doch. Und jetzt? Und jetzt? Das war's. Runter auf die Knie. Und die Hände Scheiße. Hinter den Kopf. Ganz ruhig. Hier geht's nicht weiter. Sie sind umstellt. Tschüss. Verdammte Scheiße! Aua. Na, ich stell mich doch nicht. Bin ich bescheuert? Natürlich. Was ist denn für ein Taxifahrer? Mach die scheiß Tür auf, hast du gedacht, Mann. Komm her. Hey, was soll denn das? Ja, ciao. Okay, angeklagt wegen Taxiklau können wir schon mal. Das war schon mal, ja, eine schöne Flucht. Und dann sind wir schon mal wenigstens da, schon mal aus dem Schneider. So. Donnerstag, 23.43 Uhr, 114 mm. Lauren? Es tut mir leid, Scott.
Sie hätten auf mich hören sollen, Mr. Shelby. Ich sagte Ihnen doch, Sie sollen aufhören. Ihr Sohn ist ein Serienkiller. Wie viele Menschen soll er denn noch umbringen? Gordy hat Fehler, aber er ist mein Sohn. Sie haben keine Kinder, Mr. Shelby. Sie verstehen das nicht. Sie lassen mir keine Wahl. Die Ermittlung ist vorbei. Für immer. Sein Sohn? Aber wer ist denn Gordy? Oh Gott. Was? Lauren! Oh, scheiße. Shit! Oh, fuck. Ach du heiliger Strohsack. Lauren! Aufwachen! Lauren! Oh nein. Oh oh. Toll, Licht angemacht. Macht er das Radio an? Ach nee, den Zigarettenanzünder. Ah, so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. L2. Heiß. Oh shit! Na toll. Oh shit. Oh Gott. Ja, geil. So, jetzt, Lauren weg. Oh, oh. Nein. Lauren, aufwachen. Lauren. Komm, 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 komm. Alter, wow. Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Mann, 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 Mann. Ich wollte mal wieder schwimmen gehen. Aber so war das nicht geplant. Ja. Ich glaube auch. Haben Sie ein Auto zu Hause? Meins ist ja ziemlich am Arsch. Ja, klar. Was wollen Sie tun? Ich muss ein paar Dinge regeln. Ich bring Sie heim. Sie schließen sich ein und machen niemandem auf, außer mir. Okay? Los. Sei vorsichtig, Scott. Ich will dich nicht verlieren. Boah, Scott ist voll geil. Ohne Scheiß, das ist voll der coole Typ. Alter Schwede. Der würde alles tun, um den Fall aufzuklären. So. Alter, 18 Zuschauer seid ihr wahnsinnig. Vielen lieben Dank und willkommen. So. Er muss dafür bezahlen. Ich würde sagen, Vollgas durchs Tor. Jawohl! Survival! Ja. Yeah! So, jetzt gibt's Krieg. Mein Säbel juckt. Entschuldigung. Jetzt gibt's Action. Ui. Big, na, an, oh nein. Uah, fuck. Big Daddy ist in der Haus. Ich sollte ein bisschen die... Oh. Scheiße, fuck. Nein, das gibt's doch nicht. Ach komm.
Bin ich jetzt tot? Bin ich jetzt tot oder was? Hallo? Hä? Was? Weil ich mich jetzt verdrückt habe, habe ich es nicht geschafft oder was? Weil ich mich jetzt verdrückt habe, habe ich es nicht geschafft, den zu... Das... Ich will nochmal. Verdammt. Ich wurde wahrscheinlich zu häufig getroffen. Ah, das war... Wie gesagt, die Quicktime, ich... Nö, das ist so... Weiß nicht. Freitag, 9.07 Uhr. Krankenhaus. Hallo, ich suche das Zimmer von Anne Shepard. Bitte tragen Sie sich ein. Gehören Sie zur Familie? Ja, das könnte man sagen. Oh, sie freut sich bestimmt über Besuch. Bis jetzt war noch nie jemand da. Sie hat Alzheimer, sie erinnert sich kaum noch an etwas. Aber sie wird sich freuen, bestimmt. Ei. Zimmer 19, am Ende des Gangs. Danke. Zimmer 19 am Ende des Gangs. Ich suche Zimmer 19. Ich vergesse das immer wieder mit den Gedanken. Nur noch ein paar Stunden, bis Sean Mars stirbt. Hoffentlich verschwende ich keine Zeit. Ich suche Zimmer 19. Ja, ja. John Shepard starb vor 30 Jahren. Ich hoffe, seine Mutter kennt die Antworten zu diesem Rätsel. Was sagt sie am Ende des Flurs, war das, ne? 17, 18... Muss es rechts sein, ne, oder? Hallo. Ist es hier? 20? Das sagst du doch bestimmt 19, ne? Ja, genau. Hallo, Mrs. Shepard. Ist es denn schon Zeit für die Tabletten? Nein, Mrs. Shepard, ich... Meine Tabletten kommen nie pünktlich. Ich weiß nicht, was die hier machen. Im anderen Krankenhaus waren sie immer pünktlich. Aber hier... Ich heiße Madison Page. Ich bin Journalistin. Ich hätte da ein paar Fragen zu Ihrem Sohn. Ich bin überhaupt nicht gerne hier. Das Essen ist nicht besonders gut. Ei, ob wir von der was rauskriegen? Ihr einer Sohn hieß John und er hatte einen Zwillingsbruder. Haben Sie die Tabletten? Es ist Zeit für meine Tabletten. Boah. Ihr Sohn hieß John? Mein Johnny. Er ist ein wirklich guter Junge. Erinnern Sie sich, Mrs. Shepard. Wissen Sie noch, dass Johns Zwillingsbruder nach dem Unfall zu Pflegeeltern kam? Wie hieß die Pflegefamilie? Ich wollte einen Fernseher haben für mich. Sie sagten, das Geld reicht nicht. Schade. Ich liebe es, Fernsehen zu schauen. Ihr zweiter Sohn, Mrs. Shepard, Johns Zwillingsbruder. Wie ist sein Name? Zweiter Sohn? Ich hab gar keinen Sohn. Ich hatte niemals Kinder. Ei. Damals der Unfall am Carnaby Square. Erinnern Sie sich? Carnaby Square? Da habe ich mal vor langer Zeit gewohnt. Wir hatten damals nicht viel Geld, wissen Sie? Wir mussten mit sehr wenig auskommen. Ihr Sohn hat Probleme, Mrs. Shepard. Er hat schlimme Dinge getan. Ich muss ihn finden. Verstehen Sie das? Schlimme Dinge, haben Sie gesagt? Er hat mich nie besucht, wissen Sie? In 10 Jahren, nie. Man vergisst doch seine Mutter nicht, oder? Eigentlich nicht. Mrs. Shepard, Ihr Sohn ist vielleicht in Mordfälle verwickelt.
Sie könnten etwas wissen, was den Ermittlungen weiterhilft. Sind Sie die Schwester? Wo sind die Tabletten? Tja, ich glaube, mehr werden wir, glaube ich, auch nicht erfahren über sie. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich werde hier nicht mehr erfahren. Puh, das ist auch schwierig. Es dauert Tage, den Namen der Adoptiveltern ihres Sohnes herauszufinden. Sean Mars wäre bis dahin tot. Spricht Mrs. Shepherd über ihre Vergangenheit? Sie ist nicht immer ganz klar. Aber sie erinnert sich manchmal an Details. Wenn sie etwas sieht, was sie an früher erinnert, zum Beispiel. Hat sie jemals von ihren Söhnen gesprochen? Söhne? Ja, sie spricht oft von John. Er ist ertrunken. Und was ist mit ihrem anderen Sohn? Ich weiß von keinem anderen. Hat sie nie erwähnt. Bekommt sie häufig Besuch? Sie sind seit 10 Jahren die Erste hier. Okay. Krass. Manchmal, wenn sie etwas sieht, scheint sich ihr Gedächtnis zu regen. Sie erinnert sich dann. Vielen Dank für den Tipp. Zeig ihr Dinge, die sie zurückversetzen. Vielleicht die Blumen, die wir hier vorhin schon gesehen hatten. Orchidee? Was kommt da hin, ne? Oh, ein hübsches Blümchen. Eine schöne Orchidee. Meine Söhne haben sie sehr geliebt. Wir pflanzten sie im Hof. Als John starb, legte ich Orchideen auf sein Grab. Sind das Ihre Kinder, Mrs. Shepherd? John und sein Bruder? Sind sie das? Sie sind gute Jungs. Ihr Vater hat sich nie um sie gekümmert. Immer war er betrunken. Die beiden hatten es wirklich nicht leicht. Ihr Gedächtnis kommt zurück. Jetzt nicht aufhören. Erinnere dich. Na, lauf doch. Na, hallo? Okay. Ein Buch mit Origami-Figuren zum selber bauen. Oh Gott, muss ich jetzt... Oh Gott. Welche Figur nehme ich denn? Ist das egal, oder? Nehmen wir mal die hier. Weil die so schön rot ist. Ich mag rot. Oh Gott. Ich kann mich noch entsinnen, wo ich das damals auf der... Hä? Wo ich es damals auf der PlayStation hatte, auf der PlayStation 3. Da gab es damals eine Origami-Figur zum Silberfalten mit in der Spielverpackung. Ich mag Origami. Das ist nicht meine Lieblingsfigur. War ja klar. Bitte keine Tipps in den, Chat posten. Ja. Bitte nicht in den Chat posten, was hier der Dame gefällt, damit ich weiterkomme. Ja. Aus Trotz nehme ich jetzt den Frosch. So. Und Jerona, muss auch du dich dran halten. So. Na. Ich finde das ein bisschen dämlich. Ich muss jetzt 4. Oh Gott, die Capture-Karte reagiert nicht. Eieieiei.
Doch, ich bin noch in der Aufnahme. Ah, super. Nur der Dings ist gerade abgeschmiert. Mein kompletter Firefox ist gerade abgeschmiert mit allem Utensilien, mit Chat etc. pp. Okay, machen wir hier eine Aufnahmepause für YouTube und machen dann in der nächsten Folge weiter. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Also, bis dann. Ciao.